Okay, also hallo. Schön, dass so viele nach der Mittagspause zurückgefunden haben und ich nicht zu viele an das schöne Wetter verloren habe. Ich hoffe, ich kann euch munter halten. Um was geht's? Ich will OpenStreetMap mal aus ja, einer sozialwissenschaftlichen Perspektive so beleuchten. Was ist die Community? Was bewegt sie? Welche Probleme und Ursachen? Ja, also zunächst mal die Einleitung. Dann gucke ich mir an, wie arbeitet so ein Community-Projekt wie OpenStreetMap. Was für Modelle gibt es da? Welche passen am besten? Und dann, wenn man das Modell identifiziert hat, was für Lehren können wir vielleicht daraus ziehen, wenn wir miteinander kommunizieren oder wenn wir eben agieren bei OpenStreetMap? Ja, dann noch ein Blick auf OpenStreetMap als unstrukturierte Organisation. Was für Probleme macht das und was für Konsequenzen kann man da ziehen? Und zum Schluss vielleicht so als Trost, wie lebt man mit den Unvorhersehbarkeiten von OpenStreetMap? Gut, na, jeder kennt's. Es gibt immer mal wieder Endlos-Threads im Forum oder auf der Mailingliste, Edit Wars im Wiki. Zuletzt, ich weiß nicht, der letzte Thread zu Radwegen ist keine 3 Monate her. Kürzlich hatten wir einen Thread, sind wir denn hier bei Wikipedia, der relativ unerfreulich verlief. Jeder kennt das und hat vielleicht auch immer noch mal so seine Bauchschmerzen mit. Deswegen habe ich mir das mal näher angucken wollen. Ja. Gut, gehen wir weiter. Erstes Modell, was es gibt, was eigentlich aus der Open-Source-Entwicklung stammt, inkrementelle Softwareentwicklung. Wenn wir die auf OpenStreetMap umbrechen, dann würden wir sagen, okay, wir überlegen uns ein Tag, weil wir was mappen wollen. Wir verwenden dieses Tag in der Datenbank. Dann wird dieses Tag irgendwann mal ausgewertet von einem Renderer oder einer anderen Anwendung. Dann nehmen es andere zur Kenntnis und der ganze Prozess geht von vorn los, wenn man sagt, ja, da stimmt irgendwas nicht oder wir sind unzufrieden. Aber das Ganze passt nicht so bei OpenStreetMap, wie ich finde, weil bei einer Softwareentwicklung hat man ein relativ konkretes Ziel, was man entwickeln will, beziehungsweise ein konkretes Problem, was man lösen will. Und man hat in der Regel auch etablierte Entscheidungsprozesse, wie die aussehen. Ob es da jemanden gibt, der das letztverbindlich entscheidet oder ob das eine Gruppe macht, die man halt erkoren hat, das zu machen. Das ist ganz unterschiedlich, aber es gibt da jemanden, der irgendwann mal sagt, so wird es jetzt gemacht und nicht anders. Bei Wikipedia haben wir das genauso. Allerdings haben die vielleicht einen Tick zu viel Entscheidungsprozess, sodass da eben die Leute langsam die Lust verlieren. Ja, wie sieht das bei OpenStreetMap aus? Wir sagen, wir sammeln Geodaten, aber was wir mit den Geodaten machen, das wissen wir nicht. Und die Leute, die damit was machen, sind in der Regel auch andere, als die sie sammeln. Und dann kommt halt noch die Freiheit von OpenStreetMap dazu, dass es grundsätzlich mit allen Einschränkungen, die es da gibt, jeder so machen kann, erstmal wie es ihm gefällt. Und entsprechend fehlen halt die konkreten Zielsetzungen. Was soll mit den Daten geschehen? Und entsprechend auch die dazugehörigen Entscheidungsprozesse. Da gibt es eine sehr interessante Theorie aus der Politikwissenschaft, Ende der 50er Jahre entwickelt worden. Und die hat in der Politik festgestellt, naja, ein organisierter Entscheidungsprozess ist das eigentlich auch nicht, also in entwickelten Demokratien, sondern da geht es eigentlich auch darum, dass die irgendwas machen wollen, aber wie sie es umsetzen wollen, ist denen nicht ganz klar. Und bei OpenStreetMap ist das eigentlich vergleichbar. Wir sind uns alle einig, wir wollen freie Geodaten, aber was wir damit machen wollen, liegt im Diffusen. Und die Beteiligten, die an diesem Prozess mitwirken, haben ganz unterschiedliche Ziele, wie in der Politik. Ja, da ist es ein Ring, wer kann seine Ziele durchsetzen. Und genauso ist es auch bei uns. Jeder, der einen Tag einträgt, hat in der Regel dahinter andere Vorstellungen und Gedanken. So, die Politikwissenschaft geht also davon aus, dass es sich grundsätzlich um unkoordinierte Entscheidungsprozesse handelt und die Informationen von verschiedenen Seiten nicht strukturiert in den Prozess einfließen. Und dass alle Parteien, die an diesem Entscheidungsprozess mitwirken,
gleichberechtigt sind, dass also keiner die Macht hat, jemand anders aus dem Prozess rauszuschubsen, sondern dass man eben sehen muss, wie man miteinander klarkommt. Und unter diesen Voraussetzungen hat man dann festgestellt, dass die Entwicklung zu bestimmten Problemen sich immer am Status quo orientiert, dass man also nur immer kleine Schritte vorwärts geht, dass eben nur schrittweise Problemlösungen, also nicht das große Ganze wird angepasst, sondern mal gucken, wie weit müssen wir es denn anpassen, dass wir erstmal kein Problem mehr haben für die nächste Zeit. Und es wird sich nicht an einem großen Topos orientiert, die Welt muss besser werden, sondern eben, ja, wie kriegen wir das Problem jetzt aus der Welt, mehr interessiert uns nicht. So, wenn wir das jetzt auf OpenStreetMap anwenden, oder ich kann vielleicht nochmal zurückgehen und das da erklären, Status Quo, wir haben etabliertes Tag und jeder kennt die Diskussion, wenn er sagt, oh, das Tag passt nicht jetzt, was ich da machen will. Endlose Diskussionen darum, das alte Tag darf in seiner Bedeutung nicht verändert werden, aber wie kriegen wir jetzt die Zusatzbedeutung da rein? Immer ja, ein ziemlich heftiges Ringen, sehr lange Threads und ja, letztendlich ist das auch nichts anderes als eine schrittweise Problemlösung, die wir da vornehmen. Und ja, manchmal orientieren wir uns am Missstand, manchmal gleiten wir aber auch sehr schnell ins Grundsätzliche ab. Welche Folgen oder was kann uns das jetzt für OpenStreetMap bringen, wenn wir neues oder wenn wir uns an bestehendes Tag heranmachen oder das erweitern? Oder nein, wenn wir nichts vorfinden, dann nehmen wir die eigene Lösung, müssen darauf achten, dass wir nichts Bestehendes damit irgendwie zerschießen und sollten unsere Gedanken, die wir haben, warum wir das jetzt so machen, irgendwo niederlegen, dass es andere nachvollziehen können, falls sie sich damit auseinandersetzen und eben entsprechend nach Lösungen suchen. Und schon etwas schwieriger, vielleicht auch benennen, was man für ein Ziel verfolgt. Ja, das ist, dazu muss man aber eins haben, das ist bei OpenStreetMap nicht in jedem Fall gegeben. Manchmal kommt einfach die Sammelleidenschaft durch und damit hat sich das. Ja, dadurch, dass das so ein ungesteuerter Prozess ist, muss man immer damit rechnen, dass die eigene Lösung wieder in Frage gestellt wird. Dann sollte man aber nicht einschnappen, sondern eben sagen, das und das war die Idee dahinter. So und so habe ich es gelöst, was willst du denn? Also, dass man dann irgendwie eben zielorientiert miteinander streitet. Problembezogen sollte das Ganze auch sein. Ja, wir Deutschen haben gerade immer so die Eigenschaft, sehr oft ins Grundsätzliche mit der Argumentation zu gehen, was uns beim konkreten Problem nicht weiterhilft, aber garantiert lange Threads bringt. Und eben nie sagen, oh, wir werfen jetzt alles über den Haufen und machen was ganz Tolles Neues, sondern eben versuchen, was haben wir, wie können wir das weiterentwickeln und sehr behutsam eben da Änderungen anstreben. Ja, man sollte dann eben auch entsprechend Anspruchshaltung nach Möglichkeit vermeiden, weil wir sind eben eine Duocracy, das Interesse bei anderen wecken, selber mitzuwirken, Geduld haben, ganz wichtig, ja. Ihr seht, dieser ganze Prozess, der da abläuft, ist eben entsprechend zäh und langsam, weil man sich eben erst auf das Gegenüber einlassen muss und miteinander diskutieren und so weiter. Und eben jetzt kommt die Kunst der kleinen Schritte, nicht mit, oder immer mit der Infragestellung des Status quo rechnen, nur kleine Änderungen machen. Ich habe selber mal den Fehler gemacht, zu sagen, ach, die Wiki-Seite, totaler Quatsch. Ich schreibe die mal von oben bis unten neu. Ja, hat nur sehr wenige Tage gedauert, dann hatte ich ein komplettes Revert. Also lieber ein paar Sätze ergänzen, ein paar Monate warten, wieder ein paar Sätze ergänzen und wenn sich dann jemand beschwert, dass es so unübersichtlich ist, sagen, hey, lass uns das zusammenfassen. Geht also deutlich leichter und die Gefahr, dass man gegen eine Wand läuft, ist deutlich geringer. Und eben immer konkreten Problembezug herleiten, damit man dann eben auch entsprechende Lösungen erarbeiten kann.
So, kommen wir zum nächsten Thema, OpenStreetMap als unstrukturierte Organisation. Ich hatte es am Anfang schon mal angedeutet, Softwareprojekte sind zwar Open Source und Crowdsourcing meinetwegen, aber in der Regel haben die irgendeine Struktur. Wir haben einen Haufen von Leuten, die ganz unterschiedliche Interessen haben, warum sie bei OpenStreetMap mitwirken. Das ist zum einen ein Vorteil. Ja, wir haben hier Informatiker bis wie mich Juristen, die alle ihren Sachverstand irgendwie einbringen. Und so haben wir eine Kompetenz, die man sonst nicht so findet. Ja, wenn bloß Informatiker aufeinander hocken, dann gibt es eben bloß informatische Lösungen. Hier haben wir das Potenzial, mehr zu machen und mehr Sachverstand einzubringen. Aber eben, wir haben alle komplett verschiedene Hintergründe. Und deswegen muss man da eben auch aufpassen, wenn man miteinander kommuniziert, dass man versucht, sich zu verstehen, was oft genug nicht passiert. Und meiner Meinung nach sind die endlosen Threads zu Radwegen genau das. Dass jeder denkt, mein Gegenüber denkt doch genauso, der versteht bloß nicht, was ich sagen will. Das ist aber nicht so, das Gegenüber verfolgt in der Regel oder höchstwahrscheinlich ganz andere Probleme oder Ideen. Also der eine will eben ein gutes Routing, der andere will bloß, dass die Radwege gut gerendert werden in der Karte. Und entsprechend unterschiedlich stellt man sich ja auch die Tags vor, wie sie in die Datenbank kommen sollen. Und das muss man bedenken, wenn man um das richtige Tag streitet. Also immer sich über das Ziel klar werden, warum will ich das in der Datenbank haben, was will ich damit machen. Dann wird das alles viel leichter. Vergewissern, kommunizieren, also sich sagen, okay, der versteht mich vielleicht nicht. Erstmal von weg schicken, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du das so und so. Dann wird entweder kommen, jo, oder eben, nee, ich meine das ganz, ganz anders. Und dann muss man eben sehen, dass man irgendwie dann miteinander klarkommt. Ja, Ideenwelt des Gegenübers verstehen, Ziele des Gegenübers verstehen. Dann kann schon vieles einfacher werden und ich denke, so mancher Thread kürzer. Ja, wie gehen wir nun damit um, dass wir nicht wissen, wohin OpenStreetMap geht und was damit passiert? Und ja, es gibt da auch eine Theorie aus der Politikwissenschaft, die sagt, man kann eigentlich nicht wissen, was gerade hochkocht, welches Thema aktuell wird, weil manche Lösungen suchen eine Anwendung. Also es gibt Teilnehmer, die versuchen, sich überall einzubringen, um mitmischen zu können. Wenn man sich so anguckt, wer wie viel postet in der Mailingliste, kennt sicher jeder den einen oder anderen, der da voll in diese Kategorie passt. Situationen, die Entscheidungen verlangen. Wir haben ein Problem, das muss jetzt entschieden werden. Und Probleme, die da sind, unabhängig davon, ob wir Lösungen haben oder Personen sich damit beschäftigen. Diese vier Kategorien konkurrieren miteinander und es ist also nie klar, welche jetzt die Oberhand gewinnt und was da am Ende rauskommt. Aber das sollte einen nicht weiter stören. Man sollte sich einfach daran freuen, was man bisher erreicht hat, was bisher für Anwendungen möglich sind. Man sollte andere bei der Arbeit unterstützen, Anspruchshaltung vermeiden und ganz wichtig, entsprechend gelassen bleiben, egal was im Forum oder auf der Mailingliste oder im Wiki passiert. Dann wird doch alles gut und lang lebe OpenStreetMap. Vielen Dank. Ja, danke Falk. Fragen? Ich wiederhole mich nochmal. Hat jemand eine Frage? Oh, hatten wir ein Kommunikationsproblem? Habe ich es für Informatiker nicht deutlich genug gemacht? Oder? Dann stellt vergewissernde Fragen. Also dein Fazit, einfach keep calm and carry on, es passt alles schon, ist vielleicht irgendwie, finde ich, so ein bisschen zu wenig. Jetzt habe ich mal eine konkrete Frage an dich. Mehr braucht OpenStreetMap mehr Strukturen, als wir sie haben? Wenn ja, welche? Ich meine, diese Politikwissenschaftssachen, die du da angeführt hast, was schließen die denn daraus? Wie man es vielleicht besser organisieren kann. Das eine sind die Menschen, die
lernen müssen, besser miteinander umzugehen. Das ist sicher ein Problem, was wir haben, und das ist sicher, was wir machen können. Aber ich glaube, sehr viel hängt an den Strukturen, an auch der Technik, wie Mailinglisten funktionieren, solchen Dingen. Brauchen wir da was anderes? Was könnten wir da anders machen? Ja, also wie gesagt, du hast es dann schon eingeschränkt. Also ich sage nicht, alles soll so weiterlaufen, wie es geht, sondern jeder soll bei sich anfangen und dann eben entsprechend sehen, dass er guckt, was sein Gegenüber eigentlich will. Und so kann man dann auch entsprechend die Kommunikation stärker strukturieren und dann eben vielleicht auch produktiveres Threads geben. Aber ich denke, wir brauchen auch mehr Organisation. Ich weiß nicht, wer meine Beiträge auf der Mailingliste ab und zu liest, zum Beispiel im Wiki. Ja, ich finde das absolut unbefriedigend, dass immer als Totschlagargument kommt, aber im englischen Wiki steht es doch anders. Das ist doch das, was international verbindlich ist und was zählt und damit man quasi immer eins auf den Deckel bekommt, wenn man im deutschen Wiki was weiterentwickelt. Das berücksichtigt zum Beispiel nicht, dass wir eine extrem große Community sind und wenn sehr viele Leute über ein Problem nachdenken, dann kommen die natürlich auch schneller zu einem Ergebnis beziehungsweise zu einer Idee, wie man das Problem lösen kann. Und wenn es dann immer kommt, naja, aber im englischen Wiki steht es doch anders, dann geht es irgendwie nicht vorwärts, obwohl wir die Ideen haben. Also wenn ich deinen Vortrag von gestern nehme, die Probleme, die wir mit unserem Datenschema haben und dass da nicht getrennt wird und so, das habe ich vor 3 Jahren schon mal auf einer kleineren Konferenz dargestellt. Und jetzt kommt es eben wieder. Also, und wenn dann eben entsprechend immer von oben kommt, ja, aber da steht es doch anders und dann kommt, naja, dann schreib es doch ins englische Wiki rein. Dann versteht aber auch wieder ein englischsprachiger unter Umständen schon nicht mal unser Problem, das wir mit Radwegen haben, weil es in seinem Land vielleicht keine Radwege gibt oder er mit dem Nachdenken einfach noch nicht so weit ist in seiner Community, dass sie das einfach nicht interessiert und die sagen, warum wollt ihr das denn da eintragen? Das Problem gibt es doch überhaupt nicht. So, und dann fängst du erstmal an, das Problem zu erläutern und irgendwann schläft dir dein Gegenüber ein, weil es ihn eben tatsächlich nicht interessiert. Also wir sollten irgendwie eine Struktur finden, dass wir das, was wir eben, die Probleme, die wir national haben, dann auch international kommunizieren können, ohne dass, oder eben dokumentieren, ohne dass dann irgendwie gleich das Totschlagargument kommt, steht anders im Wiki. Schreib's auf Englisch rein, wir haben eine extrem große Community, die heterogen zusammengesetzt ist. 50% trauen sich vielleicht zu, auf Englisch zu streiten und zu kommunizieren. Wir können es uns als Crowdsourcing-Projekt nicht leisten, 50% der Community einfach zu ignorieren, die über Probleme nachdenkt und Lösungen erarbeitet. Okay, noch jemand eine weitere Frage? Okay, danke Falk für deinen Vortrag und wir machen um 14:00 weiter mit dem nächsten Vortrag von Martin.